vergessen, dass ich hier bin. Hey, Cotallo? Ich bin beim Zenith-Labor. Kannst du herkommen? Schon unterwegs. Aloy, danke, dass du mich hier triffst. Ich helfe gern. Hat Gaia erwähnt, wo genau im Zenith-Labor wir finden, was du brauchst? Sie erwähnte die Kammer, in der du Beta fandst. Und die Datenbank dort drin. Sie sagte, damit finden wir das Wissen und die Bauteile für einen neuen Arm. Das ist doch schon mal was. Zum Labor geht's hier lang. Alles okay? Ich schaff das. Maschinen. Sie plündern die Phantome nach Teilen. Sollen wir sie erledigen? Oder wir schleichen uns vorbei. Wie du willst. Im Labor geht's durch diesen Tunnel. Komm. Wir sollten weiterziehen. Jetzt wird's. In den Kampf, Fremde! Beeilen wir uns lieber. Der Raum, in dem Beta war, ist da vorn. Geh voraus.
Mann nicht verdient. Noch ein Sieg. Auf zum nächsten. Geschafft. Jetzt müssen wir nur noch in die Datenbank rein, von der Gaia geredet hat. Val sagte, Beta war in einer dieser Kapseln. Wie furchtbar, in sowas eingesperrt zu sein. Da ist kaum Platz zum Atmen. Ich glaube, ich bin fündig geworden. Dann sind da drin hoffentlich Antworten. Ich lade die Daten in deinen Fokus, dann kannst du in der Basis darin suchen. Was ist mit den Bauteilen? Sie sind bestimmt irgendwo auf... Phantome! Bringen wir ihnen Respekt bei! Die Zeniths müssen sie hier als Wache postiert haben, bevor wir ihre Basis zerstört haben. Fertig und dann raus hier. Ziehen wir weiter. Könnte noch mehr von denen lauern. Die Bauteile müssten irgendwo im zweiten Stock sein. Bin gleich hinter dir.
Wir müssen die gesamte Etage durchsuchen. Ich halte Wache. Keine Überraschungen mehr. Gute Idee. Eine Lüftung. Das könnte ein Weg aus dem Raum sein. Bitte sag mir, dass die Teile da drinnen sind. Teile müssen hier irgendwo sein. Das verstaue ich für später. Ich sollte sie zu Cotallo bringen. Die Bauteile? Sieh's dir an. Ich danke dir, Aloy. Stimmt was nicht? Ich hab nur überlegt, wie es wohl mit dem neuen Arm sein wird. Bin ich dann anders? Wieder ganz? Ha. Müßige Gedanken. Geh du schon vor. Ich sehe mich noch mal hier um. Vielleicht finde ich noch was. In Ordnung. Ich freue mich drauf, unseren Fund einzusetzen. Geh mit den Zehen.
Stärke sei mit dir. Mögen die Zehen dich leiten. Sie darf eintreten. Die Rebellen wurden bei der Kuhlrut gefangen. Gallas Niederlage war das einzige zulässige Ergebnis. In der Zeit, die in einer die Visionen der getan ein Verwüster erlegt, als ich letztens in wir haben die gleichen Feinde. Kurz darauf erstrahlte der ganze Hain voller Lichter. Wie in den Tagen der ersten Plenarken. Noch hier bin ich. Wieder beim Stamm. Du bist hier. Gut. Konntest du den neuen Arm fertigstellen? Ja, ich hatte gehofft, wir könnten darüber reden, wenn du Zeit hast. Du wolltest über den Arm sprechen? Allerdings. Es ist Zeit, ihn zu testen. Und ich will, dass du dabei bist. Okay. Wie sollen wir das machen? Nicht wie. Wo? Treffen wir uns dort, wo wir Regalas Bebenzahn erlegt haben. An der Flussbiegung. Klar, wenn du willst, aber ich weiß nicht, ob ich's verstehe. Wirst du, wenn wir dort sind. Versprochen. Ich gebe Bescheid, wenn ich in der Nähe bin. Ich danke dir, Aloy. Ich rufe dich, wenn ich in der Nähe von Regalas altem Außenposten beim Bollwerk bin. Mögen die Zehen deinen Weg leiten. Wollte Kotallo seinen neuen Arm ausprobieren. Auch wenn er nicht genau gesagt hat, wie. Ich sag ihm lieber, dass ich hier bin. Hey, Kotallo! Ich bin am Treffpunkt an der Bebenzahnstätte. Willst du den neuen Arm testen? Ich bin gleich da. Danke fürs Warten. Verrätst du mir jetzt, was wir hier machen? Nein, noch nicht. Folge mir bitte. Da hat dabei jemand geheimnisvoll. Du hast mich mit deinen Plänen fürs Bollwerk auch zappeln lassen. Und jetzt räche ich mich. Also gut. Hier ist es. Was ist das hier? Siehst du gleich. Komm. Okay, raus damit, Kotallo. Der Test für meinen Arm. Ist das. Er bedroht das Tal schon lange. Hat viele vom Himmelsklan getötet. Jetzt ist Schluss. Ist mir eine Ehre. Mal sehen, wie diesem Ding Metall schmeckt. Thank you.
Feuer kann hier nichts ausrichten. Der neue Arm funktioniert jedenfalls. Das stimmt. Warum nimmst du ihn dann ab? Das ist, wer ich bin. Mit allen Narben. Alles andere wäre falsch. Eine Verkleidung. Ich nutze den Arm bei Bedarf. Doch die übrige Zeit bin ich einfach nur ich selbst. So ist es mir auch am liebsten. Ich danke dir für deinen Beistand. Hier. Als Zeichen unseres Sieges. Danke. Dann sehen wir uns. Mögen die 10 mit dir sein.